Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wollt auch ihr euer Huawei Mate 50 Pro vielleicht mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Dann ist dieses Video hoffentlich genau das Richtige für euch. Wir gucken uns das an, wie das hier funktioniert. Wir löschen auch unser Konto, unsere Huawei ID einmalig vom Gerät, denn wenn man sein Gerät gegebenenfalls abgeben möchte, weil man sich vielleicht ein neues Huawei kaufen möchte, dann sollte man natürlich auch sein Konto gelöscht haben. Das machen wir aus Sicherheitsgründen immer separat. Ansonsten seht ihr in diesem Video den kompletten Weg vom Zurücksetzen der Einstellungen auf Werkseinstellungen. Viel Spaß dabei. Ja, wir wollen uns in diesem Video einmal anschauen, wie wir unser Huawei Mate 50 Pro auf Werkseinstellungen zurückgesetzt bekommen. Entweder vielleicht beim Fehler im System oder wie auch immer lohnt es sich schon durchaus mal das Ganze zurückzusetzen, oder vielleicht wollt ihr ja euch irgendwann das nächste Huawei Smartphone kaufen und sagen, dieses hier kann verkauft, verschenkt, getauscht werden, wie auch immer. Auch dann solltet ihr das Ganze eben auf Werkseinstellungen unbedingt zurücksetzen und eben eure Karten natürlich in dem Fall dann auch rausnehmen, also sprich SIM-Karten bzw. SIM-Karte und Nano-Memory-Card. Wir gucken uns jetzt einmal an, was wir tun müssen, um das Gerät erfolgreich zurückzusetzen. Und zwar gehen wir mal in die Einstellungen und dann seid ja auch ihr wahrscheinlich mit eurem Konto angemeldet, hier mit eurem Huawei-Konto, mit eurer Huawei-ID. Wenn ihr das Gerät abgeben wollt, also ihr setzt das Ganze zurück auf Werkseinstellungen, um es dann einzupacken, zu verschenken, zu verkaufen, wie eben besprochen, dann solltet ihr am besten einmal euer Konto auch separat löschen. Hat einfach den Vorteil, dass ihr wirklich sicher gehen könnt, dass das gelöscht ist, denn mal angenommen, ihr gebt das Gerät ab, irgendjemand findet aus welchen Gründen auch immer euer Konto vor, muss sich dann da anmelden. Ja, dann müsst ihr das Gerät wahrscheinlich noch ein paar Mal hin und her schicken, damit das Ganze dann erfolgreich funktioniert. Deswegen einmal vom Konto manuell abmelden, kann ich nur empfehlen. Hat schon verschiedene Fälle gegeben, wo das mal nicht so ganz mit dem Zurücksetzen geklappt hat. Deswegen sagen wir hier abmelden. Sie werden in den folgenden Apps von Ihrem Konto abgemeldet. Cloud, Mitgliedscenter, okay. Apropos Cloud, ihr solltet natürlich vor dem Zurücksetzen eures Huawei Mate 50 Pros, genauso wie vor dem Löschen des Kontos, einmal sicher sein, dass ihr alle Daten, die ihr behalten wollt, irgendwie gerettet habt. Entweder mit eurer Nano-Memory-Card herausgeschleust oder in die Cloud hochgeladen. Für den Fall, dass ihr es nur einmal zurücksetzt, aber behalten wollt, also bei Null sozusagen anfangen wollt. Oder ihr zieht euch die Daten eben irgendwie auf den Rechner, also sprich Fotos, Videos, Audio, was ihr hier so drauf habt, Kontakte, das ist eben nicht ganz unwichtig, denn nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellung ist natürlich alles weg. Das als Info vorab, das überlasse ich euch, wie ihr eure Daten rettet und was ihr rettet. Wir kümmern uns jetzt hier einmal um das Abmelden von der ID. Abmelden, auf dem Gerät behalten, Kopie der Cloud-Daten behalten, auf dem Gerät behalten, nein, vom Gerät entfernen. Wenn ihr das Ganze auf Werkseinstellung zurücksetzt und es abgeben wollt, natürlich vom Gerät entfernen. Dann müsst ihr hier jetzt eben für eure ID, eure Huawei-ID, einmal das Passwort eingeben. Das werde ich jetzt hier in unserem Fall einmal tun. So, nach Eingabe des Passworts, was ja hier verschlüsselt dargestellt wird, aus Sicherheitsgründen könnt ihr euch das übers Auge auch nochmal anzeigen lassen, damit ihr nicht einen Fehler drin habt und das Ganze gleich nochmal eingeben müsst. Und ich sage jetzt hier in unserem Fall okay, ich bin mir sicher, erfolgreich abgemeldet. Diese Informationen kriegen wir jetzt da unten und wir sehen schon, das Ganze geht dann natürlich zurück. In dem Bereich sind wir ja nicht mehr angemeldet und jetzt heißt der Punkt auch bei Huawei ID anmelden. Also wir können uns jetzt von neuem anmelden, mit einem neuen Konto oder wie auch immer. Ist eben Indiz dafür, dass das schon mal geklappt hat. Und jetzt kümmern wir uns um den Bereich Zurücksetzen. Dazu einmal nach unten gescrollt auf System und Aktualisierung. Zack. Und in diesem Bereich finden wir dann auch das Thema Zurücksetzen. Und zwar hier. Und dann haben wir hier eben die verschiedenen Optionen, wie wir das Ganze zurücksetzen können. Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen nur die Einstellungen zurücksetzen. Das heißt, alles, was wir an diesem Gerät eingestellt haben, wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Oder ihr sagt, irgendwas mit dem Netzwerk passt nicht so ganz, mit eurem WLAN oder wie auch immer, dann könnt ihr eben diesen Punkt nehmen. Wenn wir dann das Gerät wirklich vor Abgabe bzw. eben aus eigenem Antrieb heraus komplett zurücksetzen wollen, sprich auf Werkseinstellungen, dann nehmen wir den unteren Punkt. Den können wir jetzt einmal auswählen und dann sehen wir eben auch, was hier alles gelöscht wird. Wir sehen auch unter anderem den Bereich Konten, haben wir jetzt aus Sicherheitsgründen eben manuell gemacht, aber eben auch App-Daten, Musik, Apps, Fotos, Dateien und so weiter und so fort. Inhalte des Sicherheitschips werden gelöscht, wenn sich die Wallet Services und Union Pay Sicherheitskomponenten nach dem Neustart des Geräts das erste nächste Mal mit dem Internet verbinden. Okay, lokal gespeicherte System, App und persönliche Daten zu Huawei-IDs, alles klar. Wir sehen hier noch unser Konto WhatsApp, das wird dann mitgelöscht, beziehungsweise kann ich das wahrscheinlich jetzt auch noch irgendwie separat löschen. Ja gut, nicht hier raus, könnte ich aber aus dem vorigen Menüpunkt, und zwar hier haben wir irgendwo auch noch
Wo war ich jetzt hier? Da bin ich schon soweit. Hier haben wir den Bereich Nutzer und Konten und da sehe ich jetzt auch noch mein WhatsApp-Konto und wenn ich da drauf klicke, kann ich auch das entfernen. Klicke ich hier nochmal drauf und sage Konto entfernen. Zack. Konto entfernen, entfernen. So bin ich jetzt auch nochmal sicher. Unser WhatsApp-Konto ist dementsprechend hier auch gelöscht. So, jetzt wollen wir aber zurücksetzen. Zack, zack, zack. Telefon zurücksetzen. Und ich kann jetzt hier unten auf Zurücksetzen drücken, dann kriege ich noch eine Warnmeldung. Wir können jetzt aber auch vorab unsere Karten einmal eben rausnehmen, aus dem Grund, dass wir dann, wenn wir das Ganze zurückgesetzt haben, auch nicht mehr an das Telefon müssen. Und deswegen klicke ich jetzt hier unten einmal rein, nehme die Karten raus und wir haben hier eben, wie gesagt, noch SIM und Nano Memory Card drin gehabt. Ich schiebe den Steckplatz wieder leer hinein und dann gucken wir mal, einmal noch entsperren und jetzt bin ich wieder an diesem Punkt, alles klar. Ich sage jetzt zurücksetzen, muss auch hier dann nochmal meine PIN eingeben, beziehungsweise mein Entsperrpasswort. In unserem Fall ist das ja eine vierstellige PIN. Und jetzt kriege ich nochmal eine Sicherheitsabfrage. Wenn Sie Ihr Gerät zurücksetzen, werden alle Systemdaten und installierten Apps gelöscht. Ihre persönlichen Dateien wie Musik und Fotos werden dauerhaft gelöscht. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie das Gerät zurücksetzen, um Datenverlust zu vermeiden. Hinweis: Sichern Sie Ihre Daten nicht im internen Speicher dieses Geräts. Ja, das macht natürlich Sinn, dass man nicht in den internen Speicher nutzt, denn der wird natürlich gleich aufgeräumt, wenn wir das Ganze zurücksetzen. Deswegen eben entweder über die Speicherkarte vorab, was ich sagte, und dann nehmt ihr sie raus, habt eure Daten gesichert oder ihr nutzt eben die Cloud oder sonst wie. Ich sage jetzt nicht sichern, sondern zurücksetzen. Ich bin soweit, dass ich hier nichts mehr vom Telefon irgendwie speichern müsste und jetzt wird gelöscht. Bitte warten und wir sehen schon, das Telefon wird einfach ausgeschaltet, in Anführungszeichen, denn im Prinzip wird es neu gestartet und nach diesem Prozess des Zurücksetzens startet es neu. Wir sehen das hier, beziehungsweise ist das inkludiert in den Zurücksetzprozess. Und wir kommen dann gleich da an, wo praktisch die Ersteinrichtung auch losgeht, nämlich bei der Sprachwahl. Das ist ja immer der erste Schritt der Ersteinrichtung. Und so lange müssen wir uns jetzt ein bisschen gedulden. Die Dauer eines solchen Zurücksetzens, Factory Reset, sehen wir hier eben auf Englisch, weil das Ganze schon die Sprache sozusagen auch zurückgesetzt hat. Die Dauer, die ist eben unterschiedlich, vielleicht auch je nachdem noch abhängig davon, wie viel Daten ihr da noch drauf habt. Da stand jetzt gerade schon, dass das Zurücksetzen erfolgreich geklappt hat und jetzt wird wahrscheinlich der normale Start des Huawei Mate 50 Pros eingeleitet. Da werden wir auch immer mit dem Huawei-Logo begrüßt und jetzt kommt auch die Melodie, jawohl, und nochmal das Logo und eigentlich müssten wir dann jetzt hier bei der Sprachwahl landen. Solltet ihr eure SIM-Karte noch nicht rausgeholt haben, dann würdet ihr da erstmal landen, dass ihr eure SIM-PIN nochmal eingeben müsst. Ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn ihr eben das Gerät auch weiter nutzen wollt und es nur für euch zurücksetzt, dass ihr die Karten alle drin lasst. Das könnt ihr dann natürlich machen, aber wenn ihr eine Fehlfunktion hattet, dann solltet ihr eigentlich, wenn das Gerät jetzt wieder zu sich kommt, beziehungsweise ihr es neu erst einrichtet und so weiter, dann hoffen wir mal, dass diese Fehlfunktion dann durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen beseitigt wurde. Und wir warten jetzt hier nochmal einen kleinen Moment, bis das Ganze soweit da ist. Ja, und hier werden wir jetzt auch mit dem MIUI-Logo begrüßt und wir sind bei der Sprachwahl, wie vorangekündigt. Also, das Ganze hat funktioniert. Das Zurücksetzen an sich, je nachdem, falls ihr das für euch zurückgesetzt habt, weil ihr einen Fehler hattet, das weiß ich jetzt natürlich nicht, was das für eine Art von Fehler war. Ich hoffe und wünsche euch, dass das Zurücksetzen was gebracht hat. Ansonsten seid ihr jetzt fertig, wenn ihr das Gerät verkaufen wollt. Ja, das praktisch einzutüten, einen in den Karton, tut dem nächsten Besitzer noch den Gefallen, ladet den Akku einmal voll, seht zu, dass ihr die Kiste vollständig wieder zusammengepackt bekommt und macht das Gerät nochmal sauber. So gibt man normalerweise dann auch ein Smartphone ab. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen helfen. Ihr wisst Bescheid, wie ihr das Gerät zurücksetzt, was es da zu beachten gibt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!